ukrainischen Grenze muss Holzfahrer Thorsten Eckert bei Kumpel und Kollegen Czarek Golber einspringen. Der Pole hat einen Termin bei seinem LKW-Händler und dafür braucht er Thorstens Hilfe. Okay, Buddy, let's go to the Scania. The driver brought us your BMW. That's my BMW. You remember this car? Yes, of course. I was nearly spoken into it when you drove me last time to the airport. Czarek, 5 meters, 4 meters. They break. How it is right now? Are you still fast? Now you will be a driver. Because you have no license. I know. Because I'm too fast. When you drive more than 50 more, for example, more than 100, you will lose your driving license for 3 months. Ja, ich kann schon mitfühlen, dass er seinen Führerschein jetzt verloren ist, schon hart für ihn, ne? Weil er eine Firma hat und selber auch noch fahren muss eigentlich. Er braucht den Lappen ja, aber Strafe muss auch sein. I think the problem is the car is known by the police. Can you hear? Hey, can you hide me? Let's get the fuck out of here! Die beiden nehmen Czareks prekäre Lage mit Humor. Don't drive too fast. Is it allowed to overturn on the right side? No. Das Ziel der beiden, ein 20 Kilometer entfernter Händler für Zugmaschinen. Czareks Holzunternehmen expandiert. Zeit, einen Truck zu kaufen. Where's the master of this house? Heißt du? Cześć. Cześć. Protokół odbioru. Please, signature. Yeah. Na górze podpisz. And that's it? Yeah, that's it. Okay. Now the money is changed. Yes, money for the black one. Gentlemen, gentlemen, not speaking in money. Yes. It is key for your new truck. Thank you very much, my friend. It's a half of happy and half of sad day. Because I'm happy because I pick up new truck, but I'm sad of this because I cannot drive by myself this truck. But I have friend and he will make it for me. I can drive this shit. I drive everything with wheels on it. Ich bin mir der Ehre absolut bewusst, die der Czarek gibt. Also es ist schon so, wie er sagt, dass man die neuen Autos gerne selber fährt. Aber ich habe die Philosophie so ein bisschen, die neuen Autos, die musst du einfach dem Fahrer geben. Weil dann das neue Auto macht keine Probleme. Und die alten Auto, die muss nochmal er fahren. Weil wenn er ein Problem hat, er ist der Problemlöser. Er kann es selber lösen. Und die Probleme hast du immer nur mit den alten Autos.